aber ich bin unwichtig. Dass wir nicht so viele Freunde an einem Tag da haben werden. Ich will 3 Punkte klauen. Ja, Horst, wir sind schon wieder mittendrin im Alltag in der Bundesliga. Am Sonntag geht's auf Schalke ran. Wie ist im Moment so deine Gefühlslage? Bezug nimmt auf, wenn es jetzt nicht mehr lange dauert, habe ich mich noch gar nicht so wirklich intensiv damit beschäftigt. Der Fokus liegt jetzt in dieser Woche nur auf 96. Wir haben ja viel zu tun nach dem erfolgreichen Start. Gilt es natürlich, das weiter zu gestalten und zu planen halt. Und deswegen habe ich mir noch gar keine großartigen Gedanken gemacht. Und die Gefühlswelt ist eigentlich eher da mehr zurückhaltend. Wir haben am Samstag Mainz mit 3:2 besiegen können. Das war ein erfolgreicher Rückrundenauftakt. Hast du damit gerechnet, nach auch der sehr erfolgreichen Hinrunde? Ja, große Hoffnung gehabt, weil das ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns gewesen ist. Ist ja klar, wenn Mainz gewonnen hätte, hätten sie uns vielleicht unten mit reingezogen. Der Punkteabstand wäre auf 3 zurückgegangen. Der nächste Spieltag für uns ein schweres Auswärtsspiel auf Schalke. Sie spielen zu Hause, dann hast du von 6 Punkten auf einmal, bist du nachher vielleicht, je nachdem wie es läuft, bei 0 angelangt innerhalb von 2 Spieltagen. Und deswegen war es enorm wichtig und lag auch im Vorfeld eine große Hoffnung, dass wir dieses Spiel zu Hause gewinnen. Und zum Glück ist es dann nach anfänglichen Schwierigkeiten, nach 25 Minuten, dann auch in die richtige Richtung gelaufen und war verdammt wichtig für uns. Dreierpack von Niklas Füllkrug, viele haben darüber gesprochen, geschrieben, die Entwicklung von ihm, ist das auch ein Qualitätsmerkmal, einen Spieler dahin zu bekommen, wo er jetzt ist und dass er dann auch so wichtig sein kann und diese 3 Tore macht? Und war das vielleicht auch schon für dich abzusehen? Ich glaube, sagen zu können, dass wir ganz viele Qualität im Kader haben und dass die auch teilweise bei dem einen oder anderen noch schlummert und auch noch nicht komplett ausgereizt ist. Und das gilt es natürlich, das zu verändern und immer stetig zu verbessern. Das hat in erster Linie aber auch natürlich mit dem Trainer, mit dem Trainerteam zu tun. Und André kann man sicherlich und muss man in einem Atemzug nennen, dass er von Beginn seiner Tätigkeit eigentlich der Öffentlichkeit, aber vor allen Dingen auch innen und Fülle vor allen Dingen signalisiert hast, mach hier deinen Job, hau dich rein, gib Gas, sei konzentriert, biete dich an und dann hast du auch die Möglichkeit bei mir zu spielen. Also er hat ihm ein gutes Gefühl gegeben, dass er sich durch harte Arbeit, intensives Weiterentwickeln halt auch, dass er auf ihn baut, um es mal so zu beschreiben. Die Entwicklung von Fülle ist eng verbunden mit die André ihm halt auch da zur Verfügung gestellt hat. Und dann muss man schon sagen, hat er sich natürlich auch dementsprechend weiterentwickelt, er hat den Ehrgeiz einfach vermittelt für sich selber vor allen Dingen, aber auch allen anderen. Ich will mich in der ersten Liga behaupten, ich will hier meinen Weg gehen. Hat sich auch nicht verrückt machen lassen, nachdem vielleicht auch mal das eine oder andere nicht so funktioniert hat. Das ist ja auch sicherlich nicht einfach. Er steht im Konkurrenzkampf, aber so muss es auch weitergehen. Und jetzt ist eigentlich das Spannende, für uns Wichtige, aber auch die Kunst, sich auf einem Niveau einzupendeln. Ja, und das wird natürlich der wichtigste nächste Step zu sein, halt, ja, dass er diese Qualität, die er angedeutet hat und auch schon bewiesen hat, dass die eine konstante Form beinhaltet. Konstanz ist mein Stichwort. 6 Jahre Schalke hast du hinter dir und hast da viel bewegt. Du kehrst jetzt das erste Mal in offizieller Position nach Gelsenkirchen zurück. Wird das eine emotionale Rückkehr für dich? Wird das besonders für dich? Ja klar, also ich denke, das ist was Besonderes ist. Ich habe zwar nach meiner Tätigkeit 2, 3 Spiele mir angeschaut, aber dann auf der Tribüne gesessen. Jetzt betrete ich nach langer Zeit und davor 6 Jahre jedes zweite Wochenende wieder den inneren Circle. Das heißt also, ich gehe in die Kabine, in die Katakomben, ich bin im Innenbereich halt. Und zum ersten Mal als derjenige, der nicht 3 Punkte zu Hause lassen will, sondern ich will 3 Punkte klauen am Wochenende. Ich will, dass wir gegen Schalke gewinnen, wie uns das im Hinspiel gelungen ist. Und das ist natürlich ein besonderer Moment, aber ich glaube, wichtig dabei ist einfach zu verdeutlichen, ja klar, das ist was Besonderes für mich, aber ich bin unwichtig und nicht die zentrale Figur. Ich spiele da eine untergeordnete Rolle. Entscheidend sind die Spieler auf dem Platz, die Mannschaft, die da in einem Hexenkessel bestehen muss. Die müssen cool sein, konzentriert sein. All das, was bei mir stattfindet, findet hoffentlich doch im Inneren statt und hat auch eigentlich, interessiert auch nicht wirklich einen halt. Das ist was Besonderes für mich. Aber dadurch, dass ich unwichtig bin, keine große Rolle spiele, ist das alles harmlos. Wenn ich Spieler wäre,
Dann wär's sicherlich was anderes, aber dadurch, dass ich nicht bin, ist alles easy. Wir haben das Hinspiel dank Jonathas mit 1-0 gewinnen können. Treffen wir aber jetzt auf eine andere königsblaue Mannschaft wie noch zu Beginn der Saison? Ja, hast du recht. Aber wir sind auch eine andere Mannschaft. Ja, also von daher ist es klar, wir stehen zwar trotzdem wieder am Anfang nach einer vierwöchigen Pause oder nahezu vier Wochen. Aber es ist klar, dass am Beginn einer ganzen Saison eine Mannschaft immer noch nicht so für sich selbst so definiert hat, wo wollen wir hin, was können wir. Da sind wir jetzt einige Spiele weiterhin dran. Schalke hat eine tolle Hinserie gespielt, sie sind Zweiter geworden, 30 Punkte geholt. Also die Mannschaft hat sich definitiv weiterentwickelt, ist eine andere, aber das können wir von uns auch behaupten. Und von daher, ja, ich bin gespannt. Es ist immer alles möglich für uns, ja, und hoffe, dass wir das genauso cool machen, wie wir es im Hinspiel gemacht haben, halt, und 3 Punkte mitnehmen. Du sagst es schon, die haben ihren Rückrundenauftakt gegen Leipzig ein bisschen hängen lassen. Wir dagegen konnten schön gewinnen, treten jetzt mit breiter Brust auf. Ist das vielleicht so ein bisschen der psychologische Unterschied? Und worauf kommt es für uns jetzt mal rein spielerisch betrachtet besonders an? Wie können wir die denn knacken? Also erstmal knacken, sie sind halt einfach sehr stabil, haben wenig Tore zugelassen. Ich glaube, wir sind nicht in der Situation, in der Bringschuld, da offenes Visier zu gestalten. Halt. Also sie leben von ihrer Kompaktheit, von ihrer auch tatsächlich stabilen Defensive und sind natürlich dann in der Lage, auch durch verschiedene Aktionen, Standardsituationen, da sind sie sehr gefährlich, und auch Einzelaktionen Tore zu machen. Das gilt es zu verhindern. Ich glaube, dass wir richtige Mittel an den Tag gelegt haben beim Hinspiel. Die psychologische Situation, klar, wir haben gewonnen und wissen, was wir können. Aber klar, sie spielen auch zu Hause, haben die Unterstützung der Fans. Das wird ein Hexenkessel sein. Darauf müssen wir uns einstellen, dass wir nicht so viele Freunde an dem Tag da haben werden, sondern dass die alle das Ziel verfolgen, gegen uns zu gewinnen. Das ist für den einen oder anderen auch Neuland bei uns. Die meisten oder einige haben es auch schon erlebt. Also das ist schon was Besonderes, in diesem Stadion zu spielen. Da ist eine gute Atmosphäre. Das Publikum kann eine Mannschaft mitreißen halt, aber ist auch gleichzeitig wieder ein Vorteil, wenn man da dementsprechend auftritt, nämlich wenn man mutig ist, wenn man der Heimmannschaft Probleme bereitet, dann wird so ein Stadion auch schnell mal zur Einbahnstraße halt. Das heißt also, dass wir gute Chancen haben, wenn wir die richtigen Mittel an den Tag legen, erfolgreich zu sein, dass wir da auch mit 3 Punkten nach Hause fahren können. Das hoffen wir doch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke auch.